Wasserburg ist zurzeit die Aufregung groß. Wäre das nicht eine altbayerische, sondern eine norddeutsche Redaktion, könnte man sagen, die Puppen sind am Tanzen. Also jedenfalls gestern war eine Protestversammlung gegen die geplante Auflösung des Landkreises im Verlauf der Gebietsreform. Protestversammlung mit den üblichen geschmackvollen Bildern von aufgehängten Politikern und kleinen Galgen und so. Hören Sie aber bitte jetzt den Bericht von Hans-Christian Braun. Warum wir hergekommen sind, ist unser Interesse. Bevor wir zerstückelt werden, werden wir alles unternehmen. Und wenn wir mit Schubkabel und mit Mistkabel gegen die Staatsregierung vorgehen. Wir haben bisher immer geglaubt, man könnte durch Zurückhaltung etwas erzielen und erreichen. Aber jetzt ist es Schluss. Wir sehen, dass es uns an den Graben geht. Wir wollen nicht haben, dass man über Wasserburg Heckenrosen pflanzt. Jetzt sind wir endlich aus dem Dornröschen Schlaf heraus. Jetzt wollen wir nicht wieder Heckenrosen über uns gepflanzt haben. Ich bin auch heute aus diesem Grund vom Bayerischen Bauernverband ausgetreten. 8 Redner sprachen dann in der Kundgebung, Vertreter der Bürger, Vertreter der Parteien. Der Tenor aller Reden, wie auch die Stimmung unter der Bevölkerung, war Empörung. Wir haben für Sie zunächst ausgesucht einen Ausschnitt aus der Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Wasserburger Kreistag, Hermann Auer. Die Absicht, diesen Landkreis in 4 Teile zu zerreißen, ist eine Zumutung, die von keinem Bürger dieses Kreises angenommen werden kann und auch nicht angenommen wird. Nun sollen wir in dieser Frage Gebietsreform die Dummen spielen und das nur deshalb, weil wir allesamt, quer durch alle Fraktionen in diesem Kreistag, bisher ruhig waren und darauf vertrauten, dass am Ende doch Sachargumente zählen. Hier noch ein Ausschnitt aus der Rede des Fraktionsvorsitzenden der Bayernpartei im Wasserburger Kreistag, Stefan Pömmerer. Meine verehrten Kreisbürgerinnen und Kreisbürger, das ist unsere Auffassung. Wir Bayernparteiler haben einen ehemaligen Kultusminister Dr. Huber, einen Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Feury, einen Innenminister Merck, und einem Staatssekretär Kiesel. Wir haben diesen Leuten noch nie ein Wort geglaubt, darum haben wir es auch nicht gewählt. Wir können mitfühlen mit all jenen treuen Funktionären der CSU, die seit Jahren in treuer politischer Arbeit diese Richtung vertreten haben, wenn sie heute bitter enttäuscht sind über den Betrug ihrer Oberen. Am Rande der Kundgebung sprachen wir dann mit dem Organisator, dem Sprecher der Bürgerinitiative und Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion von Wasserburg, Franz Xaver Sinzinger. Nun, Herr Sinzinger, man wird ja ganz gewiss in Wasserburg die Entwicklung im Landkreis Ingolstadt verfolgt haben. Dort ist ja die CSU-Fraktion des Kreistags nicht aus der Partei ausgetreten, aber hat sich also parteilos erklärt. Glauben Sie, dass eine ähnliche Entwicklung auch in Wasserburg möglich wäre? Das glaube ich mit Sicherheit. Es ist bei mehreren Sitzungen, vor allen Dingen auch bei der letzten Versammlung der Kreis-CSU, klar und deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die Mandatsträger der Partei nicht anstehen werden, ihre Ämter zur Verfügung zu stellen. Und die Mitglieder haben sich bereits auch zum großen Teil dafür ausgesprochen, dass sie ihre Mitgliedschaft unverzüglich ablegen werden, sofern es hier zu einer Aufteilung kommt. Dieselbe Frage stellten wir dann auch Landrat Josef Bauer. Wir haben am Samstag bereits eine große, sehr gut besuchte Kreismitgliederversammlung gehabt. Die hat einstimmig beschlossen, den Vorstand zu beauftragen, alle erforderlichen Maßnahmen dazugehört,
notfalls aktive Beteiligung an Volksbegehren. Dazu gehört Einstellen jeder Parteiarbeit. Dazu gehört der Rücktritt sämtlicher Mandatsträger von ihren Ämtern. Und dazu gehört letzten Endes auch die Konsequenz dann als Parteimitglied. Wir haben das bewusst so gefasst, dass wir dem Vorstand die Möglichkeit geben, von Fall zu Fall diese Ermächtigung auszuschöpfen. Und das wird der Vorstand auch sicher tun, wenn hier nicht eine Vernunft einkehrt. Also angenommen jetzt das zweite, das neue Anhörungsverfahren würde mit seinem Ergebnis für den Bestand Wasserburgs im Innenministerium nicht gehört werden, nicht gewertet werden, dann würden diese Beschlüsse in die Wirklichkeit umgesetzt. Dann bin ich sicher, gibt es keine CSU Wasserburg mehr. Auf meinem Schreibtisch häufen sich bereits die Mitgliederausweise, die zurückgesandt werden. Ich habe jetzt den Leuten gesagt, schickt es doch unmittelbar den zuständigen Stellen beim Bezirk und beim Landes, bei der Landespartei zurück, denn ich bin ja auf eurer Seite. Gegen mich braucht ihr nicht demonstrieren. Ich hoffe, dass das geschieht und dass der Ernst der Situation auch der Partei klar wird. Denn 70% CSU-Stimmen bei einer Bevölkerung von 55.000 Einwohnern, das kann sich jeder ausrechnen, was das bei kommenden Wahlentscheidungen bedeuten kann. Wenn die heute in der Presse verbreiteten Berichte zutreffen, hat sich allerdings gestern die bayerische Staatsregierung in der CSU-Fraktion des Landtags durchgesetzt. Dann würde also der Landkreis Wasserburg tatsächlich aufgelöst.